Jetzt vor der Scheißdotze und Chef ist nur noch kotzen. Auf dem Bildschirm labert auf ZDF irgendeine Scheißfotze. Irgendwas geht gerade vor in deinem Hirn. Dein Blutdruck steigt und steigt. Aggressionen in dir drin. Deine Kinder rennen schreiend in der Gegend rum. Verschütten mich und glotzen dumm. Ich will mein Küchenmesser, schnapp mir den Fettsack und bring ihn einfach um. Zitternde Kinder in Schock in den Augen starren sie auf den aufgeschlitzten Leib. Sie können es gar nicht glauben, das Blut sprudelt heraus durch die klaffende Wunde. Haucht sein Leben aus. Sein Leichnam sackt zu Boden. Vor mir steht ein kleines Mädchen mit einem Brotensumpf. Ich nehm das Küchenmesser und klapp sie in den Kopf. Schädeldecke seltsam weich. Die Fliege trinkt wie Butter. Definiert ihr hier, ich zieh es raus und stech erneut ihr Gesicht, durchdringe ihre Wangen, Augen, Nase und die Stirn. Ich stehe neben mir, seh wie der Bartend auf sie einsticht. Das Blut springt aus hunderten von Wunden. Denn immer wieder hat die Klinge den Weg in ihren Kopf gefunden. Sie ist gesund, doch sie steht noch immer vor mir. Ich stich das Messer in ihren Hals. Blut spritzt auf und ihren schnell mehrere Liter. Die anderen stehen verschleiert da und spürt meine Klinge, wie sie in ihren Körper steigt, Zentimeter tief eintritt. Ich schlitze alle auf, mit dem Messer ihre Bäuche, ihre Eingeweide fallen raus. Mit der langen Schläuche, ich hab sie alle geschlachtet. Sie in tiefem Blut, die Frau kommt nach Hause und sieht mich, fragt gar nicht. Wisch die Klinge ab, scheiß TV-Programm. Die kleinen Kinder nerven in deinem eigenen Haus. Du hältst den Wahnsinn einfach nicht mehr aus. Deshalb ziehst du deine Klinge heraus und beidest sie aus. Sie wollen dir deine Nerven zerreißen. Dann wirst du ihnen Stücke von Fleisch aus dem Eis beißen. Du bist ein wildes Tier in deinem eigenen Jagdrevier. In deinem Jagdrevier bist du hier, das wildeste Tier. Du hast sie alle abgeschlachtet, doch das war dein gutes Recht.